Zu den Dingen, die einem in der Schreinerwerkstatt wesentlich die Arbeit erleichtern, zählen Sägeladen oder auch Sägehilfsmittel, denn sie sorgen dafür, dass man auch, wenn man keine Maschinen hat, einen vernünftigen rechten Winkel sägen kann, dass man Gärungen gut hinbekommt oder auch, dass man kleine Leistchen vernünftig und schnell ablängen kann. Daher möchte ich Ihnen mal diese Hilfsmittel oder so eine Sägelade vorstellen, denn ich denke, das ist alles so der ersten Teile, die man sich bauen sollte in seiner Werkstatt. So eine Sägelade ist eigentlich ideal. Ich habe sie also im Dauergebrauch und benutze sie wirklich täglich. Ich habe gleich mehrere davon überall rumliegen. Denn im Prinzip muss ich dauernd Leistchen sägen, lege sie im Prinzip immer auf die Bank und säge. Meine Bank, meine Hobelbank wird nicht belastet. Der Sägeschnitt wird hier auf der Sägelade durchgeführt. Der Vorteil ist, ich habe hier zwei Anschläge, einmal hier unten, einmal oben. Der erste Anschlag geht gegen die Hobelbank und gegen den anderen Anschlag lege ich die Leiste und drücke mit meiner Hand. Es ist also sozusagen, meine Hand ist gleichzeitig die Zwinge, die ich dann einfach nicht brauche. Es ist also sehr schnell und effektiv gearbeitet, egal ob ich jetzt mit einer deutschen Feinsäge arbeite oder auch mit der japanischen Säge, die ja auf Zug arbeitet. Alles funktioniert sehr schnell und schont meine Hobelbank. Wenn die Sägeschnitte dann im Laufe der Zeit zu viele werden und zu tief werden, dann kürzt man einfach den Anschlag ein wenig. Und hat dann hier wieder erneut die Möglichkeit, vernünftig kleine Stückchen zu sägen. Man kann auch direkt an der Hobelbank einen Sägehilfsanschlag befestigen. Den habe ich hier einfach nochmal vor kurzem erneuert. Der saß aber schon an dieser Hobelbank, obwohl die Hobelbank trotzdem einige ganz schöne Einschnitte aufweist. Derjenige, der sie vor mir in Besitz hatte, hat wohl dann doch nicht so oft diese Art hier gebraucht. Zumindest lässt sich dann hier sehr schnell ein Anschlag hochklappen. Und auch hier kann man dann natürlich recht schnell was ablängen. Und so ist der Anschlag dann wieder versenkt. Und der Nachteil hier ist einfach, dass man natürlich dann, wenn hier zu viele, zu tiefe Riefen sind, muss man die ganze Backe ja wieder auswechseln. Es geht also mit so einem transportablen Anschlag schon wesentlich einfacher. Will man breitere Brettchen oder Bretter ablängen und sollen sie dann auch noch in einem rechten Winkel sein, dann kann man sich dieser Hilfsladen bedienen. Sie müssen natürlich rechtwinklig gesägt sein auf jeden Fall. Kann dann dieses Brettchen auflegen und hat hier jetzt einen vernünftigen Anschlag, sodass man sägen kann. Und dann auch einen rechten Winkel hat. Wenn es dann schwieriger wird, gerade bei Prüfungen, wo die Prüfer einem ja ganz gerne kompliziertere Sachen zum Bauen vorlegen. Haben wir hier zum Beispiel die Schlitz und Zapfen auf Gärung. Dann ist natürlich ganz gut, wenn man sich so einen Hilfsanschlag baut vorher, um dann die Gärung vernünftig sägen zu können. Denn die Brüstungen müssen ja dicht sein, um bei einer Prüfung gut abzuschneiden. Oder auch wenn man hier ein Fenster mit Sternsprosse herstellen muss. Überhaupt bei Sprossen ist es gut, wenn man da sich so Laden baut, die dann schon den richtigen Winkel
haben. Entsprechend passt dann immer die Sprosse hier rein und kann dann die Winkel vernünftig sägen.